Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal PGLUK oder wer das bin. Ich begrüße euch zu einem Video hier auf meinem Kanal The Planet Crafter. Richtig, ich habe es gespielt, ich habe gestern damit angefangen, 7,6 Stunden investiert und jetzt kommt ein bisschen mein Eindruck. Ich erzähle euch ein bisschen was darüber, nehme euch mal kurz ein bisschen mit, was ich alles erlebt habe. Mein Sauerstoff geht gerade runter. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen was gestellt in 7,6 Stunden, man kann auch ein bisschen was erreichen. Ihr seht hier, ne, ja, hier, das ist der, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Bin ganz ehrlich, erzeugt irgendwie Druck. Also wie man sieht hier, meine zwei Atomreaktoren, die versorgen mich mit Strom, ein paar Windräder. Die drei Dinger sind Stufe 3, glaube ich, und machen Sauerstoff. Hier noch meine Solaranlage. Ein ganz kurzer Überblick. Meine Raketenabschussbasis, ja, das gibt es wirklich in dem Game. Meine Satellitenschüssel, mein Leuchtsignal, das ist ganz cool. Dann weiß man, wo man hinkommt. Wie ihr seht auf meinem Head-Up-Display, ich habe auch schon einen Kompass. Auch ganz gut. Sehr gut zur Orientierung. Dann habe ich hier mein... Was ist das Ding eigentlich? Auf jeden Fall erzeugt er auch zurück. Und wie ihr seht, Gras. Er sprüht hier irgendwas wie Wasser hin und erzeugt Gras. Wir gehen mal kurz in meine Base. Also, so sieht bei mir aus nach 7,6 Stunden. Alle bis jetzigen Computermonitore. Hier seht ihr die Fortschritte des Terraforming. Wir haben schon aktuelle Stufe Regen. Die nächste Stufe flüssiges Wasser. Bin ich mal gespannt, ob dann Flüsse erscheinen. So sieht es zurzeit aus. Sauerstoff 358 ppt. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Daten bedeuten. Wärme, Luftdruck, Biomasse. Da sind wir bei 157 Gramm. Ja, ist ja auch nur vor der Tür. Frag mich nicht. Dann haben wir hier unseren Energiestandard, also eine Energietafel. Zurzeit verbrauchen wir 192,56 Kilowattstunde oder Kilowatt und können aber 345. Ihr seht die zwei Atom- oder die Kernreaktoren, die beiden. Stufe 1, das heißt, da gibt es auch noch bessere. What the fuck? Nicht schlecht. Die schaffen zusammen 173 Kilowatt. Dann habe ich 6 Sonnenkollektoren der Stufe 2, die zusammen 117 schaffen. 7 der Stufe 1, die zusammen 45 schaffen. Und die Windkraftanlagen 8 Stück, die nur 9,6 Kilowattstunden erschaffen. Also ihr seht, hier kann man was rausholen. Dann habe ich hier noch die Standard 2, die Sauerstoff produzieren. Diese Pflanzen produzieren am besten Sauerstoff, 200%. Die 150, ne, das ist mein Vorraum, hier sind meine Computertische, Energie, hier im Baupläne, die ich bis jetzt frei habe. Na, sehr viel ist es nicht, es kommt noch mehr, finde ich gut. Hier Kernreaktor Stufe 2, yes. Dann hat man hier einmal Nachrichten, da ist irgend so ein Bug drin, wenn man drauf geht und geht runter, hat man dieses eklige Geräusch und man kriegt hier Nachrichten. Was man nämlich hier jetzt erfährt, ist, dass man ein Gefangener ist, der seine Strafe absitzt, indem er den Planeten terraformt. Was schon mal sehr stark ist. Das hier kann ich noch nicht. Kein Satellit im Orbit. Sende einen eine Kartierungsrakete ins All. Das kann ich noch nicht. Ich kann bis jetzt nur eine Rakete ins All schicken, um radioaktive Steine, Meteoriten anzuziehen, die man braucht, um die Kernreaktoren zu bauen. Dann habe ich hier einen, ich sag mal, Wärmereaktor, der die Wärme miteinander erzeugt. Dann habe ich schon die größeren Spinde, die echt gut sind. Hier habe ich dann noch ein paar Pflanzen drin. Die braucht man auch zum Bauen dann, die Lirma-Samen. Dann habe ich noch ein bisschen Stoff. Habe ich eine Menge zum Anbauen. Auberginen, Bohnen und Kürbiskerne. Aber ich habe zurzeit nicht viel Platz dafür. Und hier ist mein Futter links. Also ich habe immer Wasser dabei, ganz wichtig. Ich habe ein Essen dabei, selbst angebautes. Und Sauerstoff braucht man, wenn man weitere Strecken geht. Dann geht bei mir eins hoch, ne, ja. Hier ist dann mein Schlafplatz. Das ist ja nur Dekoration. Man kann hier wirklich nicht pennen. Schade. Dann habe ich hier mein... Ups, man kann da was hinschreiben. Das ist sehr gut. Man kann die nämlich beschriften, auch die Kisten. Und könnte man sagen, man sortiert nur die Erze da rein. Das ist echt cool. Das Spiel gefällt mir echt gut. Also mein Eindruck nach 7,6 Stunden. Ich habe Spaß. Hier sind meine Essensvorräte. Die Weltraumnahrung, die kriegt man, wenn man abgestürzte Schiffswracks oder Container untersucht. Das sind schon mal ein paar meiner angebauten. Hier habe ich Wasser drin, in meinem Vorrat, braucht man. Ihr seht unten links, ich brauche bald wieder Essen und Trinken. Wie weit ist die Produktion? 84%. Hier könnt ihr eben Essen anzüchten. Ja, leider immer nur eine. Dauert auch ein paar Minuten. Hier oben habe ich schon ein Glasfenster drin. Nice, finde ich auch echt cool. Hier habe ich auch eine sehr tolle Aussicht auf meine Raketenbasis. Da oben in dem Schiff war ich schon. Das ist im ersten Moment das größte Schiff, wo ihr looten könnt. Sehr geil. Da hinten ist auch nochmal ein Schiff. Gehen wir auch gleich mal hin. Wir werden jetzt erstmal gleich essen. Das hier ist der Tisch, also das ist der normale Bautisch. Ne, ihr seht, was ich alles schon frei habe. Habe ich auch alles schon produziert. Was ich toll finde, dass immer das vorige genutzt wird zum Bauen des nächsten.
Das ist der erweiterte Tisch. Das habe ich auch schon. Rucksack 4 und Sauerstoff 4. Sehr geil. Auf jeden Fall. 370 Sauerstoff könnt ihr wirklich ein paar Meter laufen. Dann Uran. Genau, das ist Uran, was runterkommt. Ihr braucht 9 Stück für ein extrem verdichtetes Uran. Dann gibt es hier das hier noch. Das braucht ihr für die Heizung unten. Das ist Iridium und extrem verdichtetes Iridium, 9 Stück. Dann kann man, wie ihr seht, mit einem verdichteten Iridiumstab und 2 Uran und eine Superlegierung kann man ein Raketentriebwerk bauen. Wenn man davon 2 hat, plus Titan, kann man ein Jetpack bauen. Das ist leider sehr aufwendig zu produzieren, deswegen habe ich das nicht. Ich habe das erst einmal das Triebwerk produziert für eine Rakete, um Uran zu bekommen. Also schon echt nice. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal hier, schlagen uns nochmal den Bauch voll hier. Einmal Wasser. Ich hole mir das erst noch einen Schrank. So, zack. Und einmal Essen. Und zacki. Die brauchen, glaube ich, auch alle gleich viel. Ne, 60. Ah, Gesundheit wiederherstellen. Ach, das ist ja unterschiedlich. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, die Aubergine ist ja sehr schlecht. Oh, ich habe neuen Bauplan erhalten. Blumentopf. Okay, kann man jetzt mehr anpflanzen. Die machen ja Unterschied. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Also das Weltraumessen 40. Und das sogar 60. Jo, dann nehmen wir doch erstmal die Bohnen hier. Das ist ja echt cool. Das haben wir gar nicht gesehen. Okay, wir können irgendwas Neues produzieren. Das hier kann ich schon alles produzieren. Was natürlich auch geil ist, ist, dass man jetzt hier eine Ecke hat. Wohnmodul. Dann ein großes Wohnmodul. Auch klasse. Aber brauchst du eben die Superlegierung. Bisschen nervig. Genau, das. Und das würde ich auch noch gern produzieren. Ne? Biodom. Aber ihr seht, Superlegierung. Man kann die ja herstellen. Oder man kann die finden. Aber sehr aufwendig. Habe ich jetzt neu? Irgendwas hatte ich neu. Wartet mal. Wie gesagt, hier die Raketenbasis. Das habe ich mir auch geholt. Nice. Das sammelt Regenwasser. Da müsst ihr nicht mal Eis sammeln, ne? Um Flaschen herzustellen. Ach, hier. Ah, Kobalt. Dünger. Wo kriege ich einen Dünger her? Es sind Sachen, die jetzt freigestellt werden, wo ich noch nicht mal die Möglichkeit habe, sie zu bauen. Platzieren einen Samen, um eine Blume darin wachsen zu lassen. Eine Blume? Okay. 6 Sekunden. Okay, Sauerstoff. 6 Sekunden. Na. Oder 6 pro Sekunde Sauerstoff. Okay. Das war's eigentlich schon. Wir gehen mal ganz nach oben. Wie gesagt, hier ist meine Satellitenschüssel. Und das hier ist mein Ping. Oder mein Leuchtfeuer. Das ist echt voll. Da kann man wirklich den Weg nach Hause finden. Das ist echt stark. Wie gesagt, da hinten, das ist der Wassersammler. Na, der sammelt eben Regenwasser. Klasse. Füllt gleich in Flaschen um. Echt geil. Muss kein Eis mehr sammeln. Und man kriegt natürlich überall Mineralien. Die liegen überall rum. Also man hat hier wirklich in dem Spiel kein Problem, Gas zu geben. Schade, dass man das Modul nicht zerlegen kann. Das ist ein bisschen im Weg. Und Satellitenschüssel, Leuchtfeuer, das könnt ihr farblich dann anpassen, wie ihr wollt. Ich habe es ein bisschen lila gemacht, finde ich gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen spazieren. So, hier muss ich ganz runter, ne? Ja. Wie gesagt, ich habe hier Schränke mit Materialien drin. Hier, der ist leer zurzeit. Hier noch ein bisschen Uran. Alles da am Start. Sauerstoff, Monitore, voll am Start. Ich sage, wir gehen raus. Hier vorne wächst schon krass durch den Biomasseerzeuger, aber ja. Und ein guter Tipp, also ich war schon da hinten in der Gegend, da wird es ein bisschen düster, nebelig, besser gesagt. Da war ein Container, wo man looten kann. Dann war ich da oben schon, da kannst du den meisten Loot abräumen. Richtig geile Sache. Überall liegen natürlich auch Kisten rum, die man looten kann. Wie gesagt, überall Materialien, die man looten kann. Dann da hinten ist noch ein Schiffswrack, da will ich mal mit euch hin. Ich würde auch sagen, hier meine Raketenbasis. Wie gesagt, hier liegen überall Kisten rum, die könnte ich jetzt auch wegmachen, da ist ja auch nichts mehr drin, da kommt ja auch kein nach, den können wir jetzt abbauen zum Beispiel. Zack, dann hat man die Materialien eingesammelt, kein Problem. Ja, da ein Eisen kostet die Kiste. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal in die Richtung und sehen uns gleich an dem Schiff da vorne wieder, ne? Da hinten will ich noch hin, also bei dem Schiff war ich, da war ich jetzt erstes, muss ich sagen, ich habe das ja bei Knu gesehen im Livestream und habe dann Bock auf das Game bekommen. Und da hinten will ich noch hin. Da hinten, da staubt es so, da kann man auch hin. Nein, ich habe keine Panik, dass mein Sauerstoff runtergeht. Ich schaffe die Strecke. Und außerdem habe ich einen Sauerstoffkanister dabei. Da wird es sehr düster, wenn man reingeht, genau wie da hinten. Aber da hinten könnte man unter anderem auch Aluminium finden und den roten Stein. Und ab und zu auch Aluminium. Aluminium ist schwer zu bekommen, das landet ab und zu mit Asteroiden. Und dann kann man es auch einsammeln und man findet es in Kisten. Wir sehen uns gleich da vorne wieder. So, wie gesagt, am besten, das habe ich auch bei Knu-Video gesehen, das hat ihre Community gesagt, das ist auch eine geile Sache. Baut euch überall solche kleinen Stationen, hier könnt ihr Sauerstoff auffüllen, wenn ihr weit weg, weite Strecken macht. Ihr braucht, glaube ich, einmal für den Container und für die Tür 3 Eisen, 2 Titan und einmal, ach komm, wie heißt denn das? Kannst du euch auch zeigen, wartet. Silizium? Nee.
Einmal, also für das Wohnmodul braucht ihr 2 Eisen, 1 Titan. Für die Tür braucht ihr 1 Eisen, 1 Titan, 1 Silizium. Also wenn das sie mitnimmt auf lange Strecken, merkt dann, yo, jetzt ist Sauerstoff knapp, aber ich könnte zurückkommen. Dann baut die Sachen schnell, dann könnt ihr Sauerstoff auffüllen. Hier ist das erste Schiff. Auch cool, schön zu looten. Ich finde auch die Optik, die Grafik sehr schön. Wir wollen jetzt mal hier hinten umgucken. Hier war ich schon drinne, aber nicht weit. Man kann sich da auch irgendwie verlaufen. Ich muss auch dazu sagen, im Dunkeln sieht man hier gar nichts mehr. Selbst mit der Taschenlampe nicht, die bringt gar nichts. Deswegen, wir gucken uns mal um. Wir sehen uns gleich mal ein bisschen weiter da drinne wieder. Oh, guck mal, Aluminium. Hier liegt Aluminium. Oh, das lohnt sich herzugehen, weil Aluminium, Aluminium braucht ihr. Das ist wirklich rar, Mangelware. Und dann gibt es eben ein paar Orte, wo ihr es hier looten könnt. Das ist sehr stark. Kann sich auch ein bisschen verlaufen, ja, aber guckt mal, das Leuchtfeuer. Man sieht es, man hat einen Kompass. Es ist echt stark. Ich feiere das Game. Nach 7,6 Stunden kann man eine Menge erreichen. Auch Aluminium. Aluminium brauchen wir. Das ist das Beste, was es gibt hier. Ne? Hier komme ich wieder raus. Ich will mich noch ein bisschen tiefer in der Höhle umgucken. Wartet, wir gehen noch ein bisschen tiefer rein. Was ist das? Oh mein Gott, hier ist ja auch was. Alter Schwede, man kann so viel entdecken. Das kenne ich auch noch nicht. Hier müsste ich mir noch zur Sicherheit eine Sauerstoffstation hinbauen. Oh mein Gott, ich würde sagen, wir werden in den nächsten Videos uns das mal genauer angucken. Habt ihr da Bock drauf? Gucken, ob man da irgendwas looten kann. Das Faszinierende an der Geschichte einfach ist, wie gesagt, man ist hier eigentlich als Gefangener, also als Flücht, also man hat eine Strafe begangen und kommt hierher, um seine Strafe abzuarbeiten und soll den Planeten terraformen. Und man sieht so viel abgestürzte Schiffe und keinen einzigen Menschen. Finde ich echt geil. Und dann habe ich eine Nachricht von irgendeinem anderen Terraformer bekommen, der angeblich auch auf dem Planeten ist, der gesagt hat, jo, das geht hier nicht, man kann hier nicht überleben. Wenn man ihn retten kann, sollte man es tun. Ich glaube, hier war ich schon. Nee, oh doch, ich glaube schon, aber das nehmen wir mal mit. Wichtig sind hier Mikrochip-Baupläne, ein bisschen Uran, Aluminium, wertvollste Metalle zurzeit. Nehmen wir alles mit. Bau die mal ab, dass ich auch weiß, dass ich hier war. Also sonst suche ich das hier wieder. Aluminium, 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 ohne Scheiß. Es gibt hier 2 Felder, wo man wirklich Aluminium farmen kann, was ich echt cool finde. Gehe jetzt auch gleich wieder zurück, weil die anderen Materialien findet man. Aber geil, jetzt ohne Scheiß, man, wie gesagt... Der Terraformer sagte, man kann hier nicht terraformen. Es ist nicht möglich. Wir schaffen schon eine Menge, komischerweise. Nur wo sind die Menschen? Angeblich gibt es hier keine Feinde bis jetzt. Ich bin von der Geschichte ein bisschen verwirrt, aber ich stehe auf Geschichten. Und man kann wirklich eine Menge entdecken. Ich habe 7,6 Stunden gespielt und das hier war gerade für mich neu. Und da hinten das Gebiet war ich ja auch noch nicht. Guck mal, hier gibt es wieder Wüste. Alter, guck doch mal. Ja, hier war ich auch noch nicht. Hier ist eine Wüste. Ah, das sind die Dinger, die ich von da hinten gesehen habe. Die Triebwerke, da müssen wir auch noch hin. Da hinten ist Eis. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Planet ist. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich zu Hause wieder. Oh, 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 Sauerstoff, Sauerstoff. Deswegen müsst ihr immer Sauerstoff dabei haben, weil ich habe jetzt komplett die Zeit verplant. Ist einmal Sauerstoffflasche, alles wieder voll. Das müsst ihr wirklich im Auge beachten. Oh, hier ist eine Sackgasse. Man kann sich auch super verlaufen. Hier im Dunkeln sieht man gar nichts. Deswegen kommt hier nur am Tag her. Ja, man kann sich so schnell verlaufen, wenn du jetzt echt keinen Sauerstoff dabei hast. Warte, warte. Wo komme ich raus? Da links war was, ne? So, jetzt war es dunkel und es wird wieder hell, wie ihr seht. Ne? In den Höhlen hat man nichts mehr gesehen. Ich habe mich beinahe verlaufen. Ich habe kurz Panik bekommen, aber das Leuchtfeuer, wie gesagt, ist echt geil. Ihr wisst dann, East ist... Dauert, warte mal, nicht ohne Seife waschen. Ost, Südost oder Ost-Süd ist euer Camp zum Beispiel, ne? Leuchtfeuer, geile Sache. Hier könnte man das Camp auch richtig gut bauen. Große Fläche wäre eigentlich intelligenter, wenn man hier eine echt gute Fläche hat. Also baut nicht wie ich gleich am Anfang neben der Sphäre. Guckt euch um, zum Beispiel ein paar hundert Meter weiter. Hier kann man super bauen. Große Fläche habe ich nicht gemacht, warum auch. Aber ich baue jetzt nicht alles ab dafür. Kann man natürlich machen, kriegt alle Materialien wieder. Sau geil, so. Wir haben uns jetzt eine Ecke angeguckt. Wie gesagt, man kann so viel hier entdecken nach 7,5 Stunden. Ich habe immer noch nicht alles entdeckt. Wir waren gerade da hinten zwischen den Bergen. Und wir gucken uns auch im nächsten Video da hinten die Basis an. Auf jeden Fall. Oder was, ne, was das ist, abgestürztes Raumschiff. Ich habe echt Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst mal ein Abo da, schaut, kommt klar, wie die Glocke. Hier ist unser Basiscamp. Geh jetzt mal nach Hause, Safe-Bereich, Sauerstoff. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, ich weiß nicht, ob die Ansicht ändern kann. Wie gesagt, der hier sammelt Regenwasser. Ich habe volle Wasserflaschen. Jo, nehmen wir doch mit. Hat es geregnet, wo wir gerade weg waren? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal alles mit, was geht. Die könnten wir nochmal scherzhaft trinken. So müsst ihr kein Eis mehr sammeln, um Wasser rauszumachen. Gras wächst hier. Meine Frage ist, falls einer von euch das gespielt hat, muss ich das überall platzieren? Oder breitet sich von hier aus das Gras nach und nach weiter aus? Ich weiß es nicht. War es ein Fehler, direkt bei meiner Base das zu stellen? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare.
Weil da habe ich echt keinen Plan, außer dass es hier reinpinkelt. Ansonsten, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, meine Base gefällt euch nach 7,6 Stunden. Es macht mir immer noch Spaß. Ich habe gestern komplett gesuchtet, 7,6 Stunden durch. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, schreibt es in den Kommentaren, wie die Glocke, liked das Video. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen. Und ich, euer P. Glück oder Können. Wir gehen mal aufs Dach, da haben wir die bessere Aussicht. Ja, so, zack hier. Ich, euer P. Glück oder Können, bin hiermit raus. Peace out.